Pause.
it over. If I could give you just a little space. You smile and say you're back before I know it. But something else was written on your face. Suitcase in your hand. I told you how it's so hard to believe it, that I will never fully understand. Etwa eine halbe Stunde trainiert mit einer 5 Minuten Pause dazwischen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt die Woche gar so durchziehen, also heute und morgen. Heute ist Donnerstag, morgen, übermorgen und am Sonntag. Und ich werde versuchen, mich dann entweder nächste Woche noch mit einer halben Stunde hinzusetzen oder mich nächste Woche auf eine Stunde zu steigern. Nicht auf eine Stunde, sondern auf eine Dreiviertelstunde. Auf die Art und Weise, ich habe übrigens hier einen Timer drauf, deswegen
Habe ich vorhin eine Pause gemacht, weil ich mein Handy holen wollte. Ich werde es so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich werde 15 Minuten machen, dann 5 Minuten Pause, dann nochmal 15 Minuten. Und jetzt habe ich auch mein Stativ hier stehen, für morgen dann. Außerdem habe ich überlegt, das muss ich mir im Laufe des Tages noch überlegen, ob ich vielleicht nicht hergehe und das zweimal am Tag eine halbe Stunde mache. Das heißt, dass ich 5 Minuten Pause mache, dass ich eine Viertelstunde mache, 5 Minuten Pause, eine Viertelstunde mache, dann dazwischen andere Sachen, wie zum Beispiel Let's Plays und so weiter. Oh, ich muss noch nach meiner Wäsche schauen. Das werde ich noch mal schnell machen. So, ja gut, also, ich habe jetzt meine Wäsche schnell noch gemacht. Wie gesagt, ich werde es so machen in Zukunft, dass ich das habe ich auch schon im Blog angesprochen, das werde ich jetzt hier auch nochmal sprechen, weil es heute vermutlich noch eine Ausnahme sein wird. Das heißt, morgen wird kein Part kommen, in dem ich Fahrrad fahre, weil ich den immer am nächsten Tag hochlade. Wenn ich das wirklich so mache, dass ich jeden Tag eine Stunde mache, aber das Ganze über den Tag verteile, das heißt, ich mache morgens eine halbe Stunde mit einer 5 Minuten Pause dazwischen und abends eine halbe Stunde mit 5 Minuten Pause dazwischen, dann würde das heißen, ich würde viermal am Tag 15 Minuten machen und dann könnte ich das abends immer hochladen beziehungsweise über Nacht, dass ihr es am nächsten Tag habt. Das Problem daran ist das, wenn ich es anders mache, dass ihr die Parts nie rechtzeitig bekommen werdet. Ja, im Moment ist es noch ziemlich schwierig für mich, aber sagen wir mal in einem Monat oder so könnte man sogar machen, dass ich eine Strafe einführe, wenn es nicht jeden Tag kommt, dass ich dann nochmal eine halbe Stunde extra dranhängen muss mit einem Fragdrache oder irgendwas. Oder irgendwas halt nebenher, dass ihr auch seht, dass ich wirklich noch eine halbe Stunde quasi dranhänge. Oder nochmal 10 Minuten, weil eine halbe Stunde ist ja wieder das Video so lang dann. Gut, ich werde das Video jetzt schneiden, erinnern und hochladen. Den Vlog muss ich auch noch fertig machen. Und das war es dann eigentlich soweit erstmal von mir. Sachen zum Thema, ich esse nicht so viel und so weiter. Die Sachen vom Grillen habe ich heute noch. Gegrillt habe ich vor 2 Tagen. Leute, hört auf mit dieser Scheiße, ja. Ihr sagt immer, du fühlst so viel und hast so viel auf dem Grill. Zunächst mal, als ob ich das alles alleine essen würde. Und zum anderen, ist doch völlig egal, wie viel ich auf dem Grill habe. Wenn ich den Grill anschüttel, dann haue ich nicht 2 Würstchen und ein Steak drauf. Das wäre völliger Schwachsinn. Nebenbei bemerkt, ich habe heute nur 1 Würstchen und 1 Steak gegessen. Das 2. Steak ist immer noch über. Hä? Leute, ernsthaft, was soll dieser Scheiß? Könnt ihr nicht einfach die Fresse halten und aufhören mit so einer Scheiße? Immer so labern. Weil ihr auch wisst, was ich esse. Nur weil so viel auf dem Grill liegt, heißt es noch lange nicht, dass ich das alles an einem Abend esse. Ich hab doch mal Macke oder was. Wenn ich das essen würde, dann würde ich 2-mal so dick ausschauen, wie ich jetzt bin. Meine Fresse. Einfach Fresse halten, wenn ihr keine Ahnung habt. Dankeschön. Gut, das war's dann soweit von mir. Haut rein, euer Drache. Bis dahin und tschö.